Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Zwillinge, die Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Den gewundenen Pfad können wir hier schon sehen. Flow ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Flow ist eine Anglizisme, mit der wahrscheinlich doch schon einige etwas anfangen können. Flow bedeutet Fluss im Prinzip, etwas fließt, etwas ist im Gange sozusagen. Man könnte bei der Art und Weise bleiben, wie man sich im Moment gibt, beziehungsweise ist man natürlich auch gewillt, wenn etwas läuft, es auch so beizubehalten. Das ist grob erklärt der Flow, um den es hier gehen kann. Natürlich könnten hier viele von euch in einer Art Transformation stecken, in einer Art Entwicklung möglicherweise stecken. Viele von euch sind dabei, gerade etwas zu realisieren und möchten natürlich dann auch, wenn sie schon Erfolge oder Teilerfolge feiern können, diese Glückssträhne weiterhin beibehalten natürlich, beziehungsweise anders formuliert, möchten sie die Siegerstraße nicht verlassen, wenn sie sich schon auf der richtigen Straße oder auf den richtigen Pfad, könnte man natürlich auch sagen, befinden. Das möchte ich mir natürlich jetzt noch genauer anschauen. Das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe ist eine Handlung, ein Impuls, Tatendrang, Schaffenskraft, Kreativität, auch in vielen Fällen. Manchmal ist das hier etwas, was man spontan macht, beziehungsweise aber auch diese Feurigkeit, die dahinter steckt, wenn man von einem ganz bestimmten Ziel, Wunsch oder Traum begeistert ist, dass man auch alles, was in der Macht steht, tut, um diesen Traum, Wunsch oder Ziel zu realisieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wie auch schon gerade hier versucht, euch näher zu bringen, dass viele von euch dabei sind, etwas ganz Bestimmtes zu kreieren oder zu erschaffen und dabei natürlich dann auch einen gewissen langen Atem oder eine gewisse Ausdauer beweisen wollen, vielleicht auch sogar beweisen müssen. Ich glaube, das Ass der Stäbe ist hier euer Tatendrang, eure Tüchtigkeit, euer Fleiß. Den möchte ich mir aber natürlich anhand der Klärungen und Spiegelungen noch genauer ansehen. Das nächste Ass haben wir hier. Zwei Asse gleich hintereinander, gleich als allererstes in diesem Reading. Asse generell können ein Neustart oder ein Neustartpotenzial hinweisen oder hindeuten. Das Ass der Kelche unterscheidet sich in dem Sinne nicht vom Ass der Stäbe, was den Neustart angeht, aber das Ass der Kelche kann auch mit Gefühlen und Emotionen zu tun haben, die vielleicht sogar unterdrückt werden oder unterdrückt wurden möglicherweise. Das sind Gefühle, die hoch wollen, die raus wollen. Aber man hält sich hier im Zaum, man reißt sich zusammen, könnte man tatsächlich auch sagen. Vielleicht ist man auch schüchtern natürlich. Aus einem bestimmten Grund lässt man hier Emotionen nicht wirklich heraus. Die zwei Asse hier möchte ich mir auf jeden Fall noch genauer anschauen. Der Page der Schwerter. Der Page der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Es ist zu den Hofkarten zu sagen, dass es relativ egal ist, ob jetzt hier Schwerter, Kelche, Münzen oder Stäbe dargestellt sind. Jede einzelne Hofkarte im Tarot hat bestimmte Charakteristiken, die entweder auf sich selbst oder natürlich auch auf Mitmenschen im Resonanzfall zu beziehen wären. Es ist also möglich, dass jedes einzelne Sternzeichen auch in jeder einzelnen Hofkarte dargestellt ist. Es liegt hier nahe, dass viele von euch darin dargestellt sind im Parschen der Schwerter, weil es A, die Luftenergie ist und weil dann eben auch eine Luftkarte Luftzeichen typische Charakteristiken und Eigenschaften besitzt und ihr seid natürlich ein Luftzeichen.
Der Page der Schwerter ist eine etwas zurückhaltende Person. Das ist jemand, der jetzt nicht so alles und jedem seinem Senf dazugeben muss. Das ist jemand, der vielleicht auch etwas wortkarg oder introvertiert sein kann. Vielleicht auch so eine Art Mauerblümchen. Jemand, der jetzt nicht immer unbedingt im Mittelpunkt stehen muss. Jemand, der jetzt nicht unbedingt Aufmerksamkeit braucht. Jemand, der wunderbar alleine zurechtkommt. Eine neugierige Person in vielen Fällen. Das ist jemand, der aber auch sich vor Veränderungen oder vor eben auch dem Ungewohnten oder den neuen Herausforderungen nicht drücken möchte. Der Page der Schwerter ist hier zentral in der Mitte oben des Readings dargestellt. Er überstrahlt hier so ein bisschen das Reading. Es kann hier, gerade auch mit diesen beiden Assen, worauf er auch schaut, um eine Art neuen Weg sich drehen und handeln, den viele von euch beschreiten wollen. Eine Art neuer Wind soll hier wehen, ein frischer Wind, eine neue Ära soll hier eingeleitet werden. Das kann hier mit dem Pfad natürlich auch gut und gerne bildlich dargestellt sein. Das sind alles natürlich beispielhafte Formulierungen. Es ist auf die persönliche Situation zu beziehen und gerade die Mitte wird mir darüber noch etwas mehr verraten können. Der König der Kelche. Der König der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserzeichen. Auch hier ist wiederum natürlich eher die Charakteristik entscheidend. Der König der Kelche ist eine liebevolle Person, manchmal fürsorglich, manchmal zärtlich, manchmal auch sensibel, teilweise auch übersensibel. Der König der Kelche ist jemand, der sehr viel Liebe zu geben hat. Allerdings, und da sind wir auch schon bei der Spiegelung zum Ast der Kelche, hält dieser König der Kelche sich etwas im Zaum, was das Veräußern von Emotionen und Gefühlen angeht. Das ist jemand, der sich nicht anmerken lassen möchte, wie er oder sie sich innerlich fühlt. Jemand verstellt sich hier, versteckt sich hier, kann man auch sagen, manchmal, und das kommt ganz auf die Situation an, unterdrückt dieser König der Kelche die Gefühle auch absichtlich, um sich selbst zu schützen. Das ist dann jemand, der beispielsweise, wenn er sich in jemanden verliebt hat, ihm oder ihr das Herz nicht schenken möchte, weil er oder sie das in der Vergangenheit vielleicht auch schon mal getan hat und dann maßlos enttäuscht wurde. Ihm oder ihr wurde vielleicht schon einmal das Herz gebrochen und dieser König der Kelche, dem ging das so nahe und er hat solche Schäden oder Wunden oder Schmerzen davon getragen, dass er oder sie sich zukünftig verschlossen oder eingeigelt hat. Das ist meistens dann im liebestechnischen oder im emotionalen Sinne mit einem König der Kelche passiert in der früheren Zeit. So oder so habe ich hier den Pagen neben dem König. Es kann sich hier um einen direkten Bezug zu einem bestimmten Menschen drehen und handeln, denn ich sehe hier nicht den gleichen Menschen in diesen beiden Hofkarten, sondern ich sehe hier zwei verschiedene Menschen, die beide etwas schüchtern sein könnten, zurückhaltend sind, introvertiert sind. Das ist eine Deutungsvariante, die diese beiden Karten gemeinsam haben. Die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter ist Frustration, Enttäuschung. Man könnte vom Ground Zero sprechen. Vielleicht sogar möglich, dass manche von euch einen Traum aufgeben oder so ein bisschen ja, nervös werden, wäre jetzt vielleicht sogar noch zu einfach ausgedrückt. Ich glaube, dass viele von euch hier ein Vorhaben haben, natürlich. Und könnte es sein, dass viele von euch jetzt hier diesem Vorhaben weniger realistische Chancen zuschreiben würden? Es geht hier also mehr in den Pessimismus, in die Schwarzmalerei, in vielleicht auch den Unglauben, könnte ich mir gut und gerne vorstellen. Bei den Zehn der Schwerter handelt es sich häufig um mentale Energie natürlich, das heißt Ängste, Zweifel oder Sorgen oder eben berechtigter Zweifel, das kann man hier auch gut und gerne sehen. Und vor allem auch mit der Spiegelung auf das Ast der Stäbe hat man den Eindruck, dass eigene Bemühungen nicht unbedingt zum gewünschten Erfolg führen werden. Auf gut Deutsch gesagt kann man sich für das Vorhaben, was man hier vorhat, in die Realität umzusetzen, Arme und Beine rausreißen. Und dennoch wird man am Ende nicht den Sieg davontragen. Dieser Eindruck, der entpuppt sich hier mehr und mehr. Eventuell hat das Ganze hier mit einem ganz bestimmten Menschen und dessen verhaltenem Verhalten zu tun, dessen Introvertiertheit, dessen Zaghaftigkeit, dessen Verschlossenheit könnte ich mir auch gut und gerne vorstellen, gerade dann, wenn man hier als Neustart oder als Weg sich den Zugang zu einem ganz bestimmten Menschen vielleicht sogar vorgestellt hat. Vielleicht wollen hier viele von euch zu jemandem durchdringen, ob sie jetzt in diesen Menschen verliebt sind oder ob sie sich eine Freundschaft mit diesen Menschen wünschen oder wünschen, das Kriegsbeil begraben zu können mit diesen Menschen. Das kann natürlich auch mit einer Vorgeschichte zusammenhängen. Das können hier beispielhafte Szenarien natürlich sein, in denen ihr euch befindet. Aber dann ist dieser Mensch hier tatsächlich durch sein oder ihr Verhalten eher jemand, der euch da etwas,
ich sage jetzt mal, wirklich nervös macht, beziehungsweise pessimistisch macht, dass ihr aufgrund eures Bestrebens auch in absehbarer Zeit erfolgreich sein könnt. Und genau das scheint es hier für viele von euch zu sein. Ich habe jetzt hier die Zwei der Kelche im Outcome. Die Zwei der Kelche ist eine ganz klassische Liebes-, Partnerschafts- oder Beziehungskarte. Natürlich kann das auch Freundschaft sein. Sie sind hier im Outcome, diese zwei Kelche. Sie bedeuten auf gleicher Augenhöhe, auf gleicher Wellenlänge. Sie bedeuten Zugang zu finden oder Zugang zu suchen und den dann natürlich auch beizubehalten. Man möchte hier eventuell mit jemandem warm werden, beziehungsweise könnte man hier auch schlichtweg Interesse an jemanden haben, über den man mehr erfahren möchte. Auch das wäre hier gut und gerne möglich und natürlich kann das in der Intensität stark variieren. Die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter ist eine von drei ganz klassischen Heilungskarten im Tarot, neben dem Stern und der Mäßigkeit. Bei den Vier der Schwertern handelt es sich vorrangig um gedankliche Heilung, mentale Heilung. Man kann auch von der Ruhe, von der Stressvermeidung oder der Stressminderung sprechen, teilweise sogar von Meditation. Die Vier der Schwerter ist hier auf das Ass der Stäbe geklärt und das bedeutet, dass man hier sich durch sein Tun, durch sein Handeln mögliche Zweifel, Ängste oder Sorgen beiseite schaffen möchte. Man widersetzt sich hier einer Art Pessimismus möglicherweise. Man sieht es hier mit der Spiegelung, wie auch schon vorhin erklärt. Man will es nicht wahrhaben, dass man erfolglos sein wird oder bleiben wird. Man möchte hier so eine Art um jeden Preiseffekt erzielen. Deswegen sehe ich euch hier in einer recht bestrebten Energie. Wenn also euer erster Versuch, bei diesem Menschen beispielsweise zu landen, fehlschlägt oder vielleicht auch sogar ihr einen Schaden davontragt, dann wird das nicht der einzige Versuch bleiben. Es würden mehrere Versuche dann tatsächlich folgen. Man landet hier mal kurz auf dem Boden der Kellertreppe möglicherweise, aber hier wagt man dann den nächsten Anlauf, hier wagt man dann den nächsten Versuch. Man will sich, wie gesagt, nicht eingestehen, in diesen Belangen erfolglos zu bleiben. Es ist sehr bestrebt, sehr ehrgeizig, auch hartnäckig natürlich, wie das Ass der Stäbe generell schon aussagt. Aber ich hoffe natürlich, oh ja, ich hoffe natürlich, dass ihr da auch mit einem gewissen Nachdruck dann bei der Sache bleibt. Und der Ritter der Schwerter bestätigt jetzt gerade genau das tatsächlich. Der Ritter der Schwerter ist ebenso natürlich wie der Page der Schwerter eine Hofkarte im Luftzeichen. Nach wie vor meine ich eher, die allermeisten von euch darin entdecken zu können. Der Ritter der Schwerter ist eine Stufe höher als der Page der Schwerter. Es ist eine Entwicklungsstufe höher. Es kann also von der Energie hier bis zu der Energie hier Zeit verstreichen, beziehungsweise könnte es auch sein, dass manche von euch über sich hinauswachsen müssen, um ihr Ziel auch tatsächlich realisieren zu können. Der Ritter der Schwerter unterscheidet sich, was die Mentalität oder die Einstellung, das Mindset angeht, nicht erheblich vom Pagen der Schwerter. Das sind beides intelligente Personen, beides Menschen mit klarem Verstand, mit einer gewissen logischen Struktur und Denkweise. Häufig auch gebildete Personen, manchmal auch sehr wortgewandt und kommunikativ. Gerade was den Ritter der Schwerter angeht, ist es auch eine Kommunikationskarte. Ritter der Schwerter auf das Ass der Kelche könnte bedeuten, dass man hier eben, wie gesagt, von seinem Herzen her sich leiten lässt. Allerdings muss ich gleich sagen, dass das hier zwei typische Kopfmenschen sind. Und ein Kopfmensch und ein Herzmensch, die unterscheiden sich, was Ziele, Wünsche und Träume und deren Verfolgung angeht, teilweise maßgeblich voneinander, weil der eine lässt sich vom Kopf und der andere lässt sich vom Herz leiten und das führt manchmal in zwei sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Hier sehe ich jemanden, dessen Kopf und Herz die gleiche Sprache spricht und das kommt denkbar selten vor in allgemeinen Tarot-Readings und das kann denkbar oft zu einem gewünschten Erfolg führen, auch wenn man im Vorfeld nicht unbedingt die größten Erfolgschancen sehen oder vermuten kann. Durchsetzungsvermögen genauso wie Hartnäckigkeit, genauso wie Ehrgeiz, genauso wie Herzblut könnte man hier beispielsweise nennen, was euch hold ist und was euch wahrscheinlich auch sogar in absehbarer Zeit zu eurem Erfolg, zu eurem Ziel, zu eurem Wunsch näher und näher bringen wird. Ich bin spätestens jetzt beim Flow, weil etwas, was in die Gänge gebracht wurde, soll beibehalten werden. Ihr seid keine Menschen angesichts dieser Situation, die etwas mal versuchen und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es eben wieder, sondern ihr bleibt bei der Sache. Es ist euch hier dieser Mensch, so wie er mir hier vorkommt, ist euch nicht irgendein 0815-Mensch, ist euch ein Mensch, der euch nicht einfach egal ist. Ihr wollt hier etwas mit oder von diesem Menschen und ihr werdet das so schnell nicht davon ablassen, weil, wie gesagt, euer Kopf und euer Herz hier die gleiche Sprache sprechen. Das kann man hier mit dem Ritter, mit dem Pagen und hier auch mit dem Ass der Kelche doch schon sehr deutlich entdecken.
Auf den Pagen der Schwerter in der Mitte des Readings geklärt haben wir die Welt. Die Welt stellt in den meisten aller Fällen das Abschließen eines Zykluses, den Beginn eines neuen Zykluses dar. Es sind hier häufig Gewohnheiten oder Routinen dargestellt. Manchmal kann man bei der Welt auch von einer gewissen Eingeschränkt- oder Eingeschlossenheit sprechen. Ich glaube, dass hier viele von euch den Eindruck haben, dass sie alleine gegen die Welt kämpfen. Ihr gegen alle und jeden und alles andere sozusagen. Man kommt sich hier so ein bisschen auf sich alleine gestellt vor. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch nicht unbedingt den Eindruck haben, dass andere Menschen, vielleicht in eurem Umfeld, in eurer Familie oder im Freundeskreis, euer Anliegen verstehen würden. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen in eurer Umgebung vielleicht auch von eurem Plan, von eurer Struktur, von eurem Vorhaben weder Kenntnis haben, noch es verstehen würden. Das ist hier ein Eindruck, den viele von euch haben können. Der kann stimmen oder auch nicht stimmen, das weiß ich nicht. Aber ihr kommt mir hier so ein bisschen auf euch alleine gestellt vor. Deswegen ist es aber auch absolut notwendig, diesen Ehrgeiz, diese Hartnäckigkeit, diese Tüchtigkeit, diesen Fleiß weiterhin auch an den Tag zu legen, quasi im Flow zu bleiben, anstatt dann eine Kehrtwende zu machen und die Flinte ins Korn zu werfen. Die Welt auf dem Pagen und neben dem Ritter könnte bedeuten, dass viele von euch hier in einem ganz bestimmten Bereich in ihrem Leben für einen frischen Wind sorgen wollen, wie auch schon hier bei den Assen zu vermuten, ist es jetzt hier durch die Welt nochmal bestätigt, dass manche von euch eine grundlegende Grundsanierung, könnte man sagen, oder Veränderung oder eben eine Art Tapetenwechsel in einem bestimmten Bereich in ihrem Leben forcieren wollen. Und wahrscheinlich nicht eher klein beigeben, bis das nicht geschehen ist. Und für die allermeisten, ich meine, er wird es mir jetzt gleich genauer sagen, wahrscheinlich dieser König der Kelche scheint mir in einer bestimmten Form und Weise bei diesem Vorhaben entweder involviert zu sein, also quasi ein Helfer oder eben vielleicht sogar ein Konkurrent zu sein. Oder dieser König der Kelche stellt euer Ziel dar, euer Vorhaben dar. Etwas Bestimmtes mit diesem Menschen oder betreffend diesen Menschen soll realisiert werden. Der Page der Kelche. Könnte es sein, dass zwischen euch beiden eine Vorgeschichte existent ist? Das liegt jetzt hier etwas nahe, muss ich tatsächlich sagen, mit dem Pagen der Kelche in der Konjunktion zum Pagen der Schwerter. Auch hier in der Spiegelung zum Ritter der Schwerter ist das hier, wie gesagt, recht naheliegend. Page der Kelche unterscheidet sich, was die Emotionalität angeht, nicht unbedingt groß vom König der Kelche. Es sind beides Herzmenschen, es sind beides Menschen mit häufig auch Tiefsinnigkeit, Tiefgründigkeit. Das sind Menschen, die zerbrechlich und fragil sein können. Teilweise aber auch sehr gütige und warmherzige Menschen. Allerdings, was das Veräußerlichte angeht, da ist der Page der Kelche ganz anders als der König der Kelche. Der König der Kelche, wie gesagt, die verschlossene Person. Der Page der Kelche ist der ganz klassische Gutmensch. Das ist jemand, der hilfsbereit ist, jemand, der freundlich ist, höflich ist, gute Manieren hat. Jemand, der auch kleine Komplimente oder kleine Geschenke machen kann. Anders ausgedrückt, jemand, der emotional aus sich im kleinen Maße herauskommen kann. Ich könnte jetzt sagen, dieser Mensch kommt euch auf halbem Wege entgegen. Ich würde sagen, dieser Mensch kommt euch auf einem Achtel Wege entgegen. Und ich hoffe, ihr könnt mit dieser Metapher natürlich etwas anfangen. Ich sehe hier nach wie vor den direkten Bezug zwischen euch beiden. Und ich möchte auch sagen, dass Hofkarten, die durch einen Pagen dargestellt sind, im zwischenmenschlichen Sinne für Neustart stehen können, wie auch diese beiden Asse und die Welt hier in der Mitte. Neustart im zwischenmenschlichen Sinne kann bedeuten, ihr habt euch hier neu verliebt in jemanden, euch ist jemand über den Weg gelaufen, der euch seither nicht mehr aus dem Kopf geht. Das wäre das eine. Das andere wäre, da ich hier eben auch schon den König habe, dass ihr euch schon von früher her kennt, dass es sich hier womöglich um einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin dreht und handelt, oder dass es sich hier um jemanden handelt, mit dem ihr schon einmal eine Kennenlernphase beispielsweise hattet, die aber nicht wirklich weiter verlaufen ist, die man nicht weiter gesponnen hat, die sich irgendwann im Sand verlief sozusagen. Und auch da bin ich wieder beim gewundenen Pfad, beim Flow. Das mag ein Szenario sein, welches für viele von euch hier zutreffen kann. Natürlich, wie gesagt, ist es auf die persönliche Situation zu beziehen und kann in der Intensität recht stark variieren. Ach, der Kelche, es lässt mich nach wie vor erahnen, dass hier eine Vorgeschichte existent ist. Ach, der Kelche ist eine ganz klassische Vergangenheitskarte. Ach, der Kelche ist eine ganz klassische Verlassenskarte.
Die Acht der Kelche bedeutet, dass man sich zu einer Zeit lang in einer Umgebung aufhielt oder in einer Situation befand, die erfüllend war, aber dann irgendwann nicht mehr erfüllend war oder die man dann verlassen hat. Absichtlich oder vielleicht auch unabsichtlich. Etwas ist hier Geschichte, was einem erfüllte, eine ganze Zeit lang. Und mit den Acht der Kelchen auf die 10 Schwerter betrauert man, dass das vorbei ist. Man kann es vielleicht nicht hinter sich bringen. Man kann vielleicht nicht damit abschließen, man will. Vielleicht es auch nicht wahrhaben, dass diese Zeit, die einem, wie gesagt, doch schon recht erfüllen konnte, jetzt allmählich ein Ende findet oder bereits gefunden hat. Das kommt ganz auf die Zeit an. Acht Kelche auf 4 Schwerter in der Spiegelung bedeutet tatsächlich, dass man sich dahingehend nicht abfinden will und auch nicht abfinden kann, dass das Vergangenheit ist. Man möchte hier händeringend dafür sorgen, dass der Flow beibehalten wird. Haben natürlich auch logischerweise mit dem gewundenen Pfad und mit dem Flow zu tun. Allerdings ist das natürlich dann für viele von euch auch different zu betrachten. Hier haben wir den Pagen der Stäbe, der nächste Page hier übrigens, also ein Neustart im zwischenmenschlichen Sinne oder vielleicht auch ein Reset im zwischenmenschlichen Sinne, wie auch schon gerade gesagt, entweder gibt es hier eine Vorgeschichte oder nicht, so oder so kann man Neustart oder Reset sagen. Der Page der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Das ist jemand, der sehr viel mehr aus sich herauskommen kann als ein König der Kelche und auch als ein Page der Kelche. Ein Page der Stäbe ist jemand, der feurig und leidenschaftlich ist. Ein Page der Stäbe ist temperamentvoll, abenteuerlustig, spontan, vielleicht auch gar ein bisschen leichtsinnig. Aber man muss ihn sich nur anschauen, das ist ein Strahlemensch. Das ist jemand mit einem sehr ausgeprägten Charisma und einer sehr ausgeprägten Sympathie, die sofort ansteckend ist. Das ist jemand, den man idolisieren kann. Das ist jemand, der einem auch, was das Körperliche angeht, nicht mehr aus dem Kopf geht sozusagen. Dieser Mensch, der kann es einem absolut antun, genauso wie es ein Page der Kelche einem absolut antun kann, wenn ihr mit dieser saloppen Ausdrucksweise etwas anfangen könnt. Der Page der Stäbe ist hier im Outcome, genauso wie die zwei der Kelche hier im Outcome sind. Um jenen Menschen scheint es sich hier zu drehen und zu handeln, wo ihr euch vielleicht wünschen würdet, etwas mehr Zugang zu diesen Menschen zu bekommen. Vielleicht auch, dass dieser Mensch weniger verkrampft ist, möglicherweise auch etwas mehr aus sich herauskommen würde, ein bisschen mehr mit euch reden würde, euch ein bisschen näher an sich heranließe. Das ist hier der große Unterschied zwischen dieser Charakteristik und dieser Charakteristik. Mehr Zugang, vielleicht nicht alles immer so eng zu sehen, vielleicht auch nicht immer so zerbrechlich, so fragil, so emotional zu sein, sondern ein bisschen mehr aus sich herauszukommen, fideler, abenteuerlustiger, vielleicht ein bisschen mehr spontaner zu sein. Das ist etwas, was ihr euch von einem bestimmten Menschen wünschen würdet. Und ich glaube auch, dass ihr versucht, diesen Menschen zu zeigen, dass es sicher ist für ihn oder sie, sich mit euch abzugeben sozusagen. Das Eis zu brechen mit diesen Menschen wäre jetzt hier sozusagen eine Redewendung, die ich anwenden kann. Beziehungsweise ist es eine gewisse Verschlossenheit, eine gewisse Kälte. Möglicherweise auch so etwas wie gesagt, die Schüchternheit, die man hier mit Stabilität, Langfristigkeit, Zugänglichkeit, Offenherzigkeit natürlich dann auch verändern und versehen möchte in Zukunft. Die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche ist Kopf gegen Herzenergie, kann es sein. Das ist hier nicht die Kopf gegen Herzenergie, weil, wie auch schon hier gesagt, euer Kopf und euer Herz, die sprechen hier die gleiche Sprache. Die 7 der Kelche können weiterhin Alternativen und Optionen sein, die man hier ziehen kann. Das liegt hier nahe. Es könnte Träume sind Schäume-Energie sein, das glaube ich eher nicht. Genauso wie Verwirrung und Konfusion hier als Deutungsvariante möglich wäre, aber nicht auf die 4 der Schwerter, weil da hat man einen kühlen Kopf. Deswegen sind das hier Optionen, Alternativen, Möglichkeiten. Man könnte von Wegen sprechen, die man gehen kann, ausprobieren kann, bevor man sich geschlagen gibt sozusagen. Euch stehen hier mehrere Optionen zur Verfügung, wie ihr euer Ziel tatsächlich in die Tat umsetzen könnt. Wie auch beispielsweise dieser gewundene Pfad. Der geht mal nach links, der geht mal nach rechts, der geht nicht geradeaus. Man probiert mal das aus, dann probiert man mal das aus, dann versucht man mal diese Option zu ziehen. Das ist hier etwas, was viele von euch als Plan verfolgen können. Ihr habt hier eine Strategie, wie ihr hier mit den 7 Kelchen, Ritterschwerter, Page, Schwerter, Page, Kelche, wie
ihr den Zugang zu diesen Menschen herstellen könnt oder wie ihr diesen Menschen vielleicht die Schüchternheit nehmen könnt, die Angst nehmen könnt, die Nervosität nehmen könnt, wie ihr vielleicht diesen Menschen ein bisschen mehr aus sich herauslocken könntet. Das kann ich hier sehr deutlich entdecken und da wird es nicht nur eine Vorgehensweise oder eine Möglichkeit, sondern mehrere Möglichkeiten geben, über die ihr euch Gedanken machen werdet, über die ihr euch eventuell sogar auch bewusst werden werdet. Weil diese Königin der Schwerter ist dritte Hofkarte im Luftzeichen. Jetzt nach wie vor meine ich, dass die meisten von euch natürlich darin vertreten sind, es sei denn, die Rollen sind hier natürlich vertauscht, was sein kann. Aber die Königin der Schwerter ist ebenso eine logische Denkerin wie die hier, ebenso intelligent, ebenso wortgewandt und redegewandt. Das ist jemand mit einem ganz klaren Denken. Dann kann man hier vom stark ausgeprägten Ehrgeiz sprechen, teilweise schon von einer Art Unbedingtheit oder Verbissenheit. Und die ist hier nach wie vor ausgerichtet auf dieses Ast der Kelche, das Herauslassen dürfen von Gefühlen und Emotionen, die man im Moment noch nicht im vollen Umfang herauslassen kann. Anders ausgedrückt, man ist hier einem Menschen noch nicht so nahe, wie man ihm oder ihr kommen möchte. Nach wie vor ist das hier mit einigen Optionen versehen. Ihr habt ja auch den Blick drauf. Ihr versucht euch eure Möglichkeiten, eure Optionen und eure Alternativen vor Augen zu führen. Die beste wahrscheinlich werdet ihr dann natürlich auch versuchen zu verfolgen oder umzusetzen. Viele Wege führen nach Rom. Das ist ein Sprichwort, was man hier definitiv anwenden kann. Und natürlich geht es hier bei vielen Menschen auch um andere Vorzüge. Ganz, ganz logisch ist das natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen, aber Königin der Schwerter, Konjunktion Welt, Konjunktion König Kelche, es soll hier eine Gemeinsamkeit geschaffen werden, ein gemeinsames Kapitel, ein gemeinsamer Pfad soll hier beschritten werden oder wieder beschritten werden. Auch das wäre hier gut und gerne möglich. Die Vier der Münzen, das ist die Unbedingtheit. Also diese Energie hier und auch diese Energie hier, genauso wie diese Energie hier. Ich sehe es hier an vielen Ecken und Enden, dass man hier unbedingt etwas haben möchte. Ihr habt euch jetzt hier nicht so mal vorübergehend als Ziel gesteckt, ja, ich könnte ja diesen Menschen mal anrufen und vielleicht klappt das ja mit uns und wenn nicht, dann suche ich mir halt jemand anderes. So geht ihr nicht an diese Sache heran. Viele von euch haben sich, ich möchte sagen, eingeschossen auf einen ganz bestimmten Menschen, beziehungsweise haben sie einen ganz bestimmten Menschen sehr hoch priorisiert. Nach wie vor muss das hier nicht Wunschpartner oder Traumpartner oder etwas derartiges sein, sondern ein Mensch, der euch generell wichtig ist. Ein Mensch, den ihr nicht missen möchtet, beziehungsweise ohne den ihr eventuell nicht wollt. Vier der Münzen ist deswegen Priorisierung, Favorisierung, Idolisierung, Wichtigkeit oder Gewichtung. Das kann auch die Introvertiertheit sein, das kann auch die Verhaltenheit sein. Dann würde es hier an der Stelle sehr, sehr viel mehr Sinn machen, aber auch der hier ist ein bisschen zaghaft. Diese Zaghaftigkeit, die wird sich hier aber definitiv verändern. Sie wird weniger und weniger werden. Ihr geht hier mehr und mehr in die Vollen, kann man auch sagen, weil Pagenschwerter, Ritterschwerter, Königinschwerter. Das ist ein Entwicklungsprozess und der Flow, der spielt hier natürlich nach wie vor wiederum die gleiche Rolle. Es wird hier, viele von euch wahrscheinlich wird es mehr und mehr gelingen, einen Zugang zu legen zu jemandes Herzen, um mit dieser Metapher das Ganze euch vielleicht etwas näher bringen zu können. Nicht nur, weil es euch einfach immens wichtig ist, sondern weil hier eben diese Gefühle auch stärker und stärker werden können. Und das müssen hier nicht nur diese Liebesgefühle sein oder dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses ich will die Nähe jemandes spüren. Das kann hier auch tatsächlich mit der Feurigkeit oder mit der Leidenschaft beziehungsweise mit der körperlichen Anziehung in Verbindung stehen, gerade wenn man es hier mit einem Pagen der Stäbe zu tun hat, dass es jemand, der absolut attraktiv sein könnte, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht oder für die ein oder anderen feuchten Träume sogar sorgen könnte. Die Drei der Stäbe. Puh. Die Drei der Stäbe ist die Erwartung. Es ist auch Zuversicht und Optimismus da drin zu entdecken. Allerdings sehe ich hier eine recht hohe Erwartungshaltung von entweder euch an diesen Menschen gerichtet oder von diesen Menschen an euch hingerichtet. Ich habe hier die Spiegelung Königin der Schwerter auf drei Stäbe, wo ich euch darin entdecke. Ich habe hier die Klärung und Spiegelung auf jeweils diese Wasserenergie, wobei sich jetzt hier natürlich nicht, wie auch schon vorhin erklärt, um ein Wasserzeichen per se drehen und handeln muss. Die Drei der Stäbe ist eine Erwartungshaltung, eine Zuversicht, auch teilweise die Warteposition. Warteposition, vielleicht sind hier einige von euch am Abwarten, bis es jenem Menschen hier gelingt, ein bisschen mehr aus sich herauszukommen. Ich glaube aber nicht,
dass ihr hier nichts tut. Ich glaube nicht, dass ihr hier die Füße stillhaltet, bis sich dieser Mensch von alleine ändert. Ich glaube, dass ihr hier jemanden dazu ermuntern oder ermutigen wollt, mehr aus sich herauskommen zu dürfen. Ich glaube, ihr habt hier eine gewisse Menschenkenntnis. Ich glaube, ihr habt hier so ein gewisses Händchen dafür, was dieser Mensch braucht, was dieser Mensch will, was seine Ängste sind, was ihn nervös macht, warum dieser Mensch so verhalten ist. Und ich glaube, da wollt ihr nicht mit der Brechstange ansetzen und quasi die harte Schale knacken, sondern ihr wollt hier jemanden vielleicht sogar auf Dauer gesehen zeigen, dass es sicher ist für ihn oder sie, sich euch gegenüber zu öffnen. Das passiert natürlich nur über Zeit. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, das ist das bewährteste Vorgehen, was ich mir in einer solchen Situation vorstellen kann, weil viele Menschen wollen jemanden knacken, auf gut Deutsch gesagt, und das wird definitiv nicht von langanhaltender Stabilität geprägt sein. Sollte man da auch erfolgreich sein, das ist dann etwas Vorübergehendes ist. Aber die Warteposition auf euer Gegenüber wäre hier gut und gerne dargestellt, genauso gut wie aber auch hier die Erwartungen recht hoch sein können. Und dann versuchen hier viele von euch zu einem nach ihrem Ermessen adäquaten Menschen für das Gegenüber zu werden. Quasi will man gut genug sein für jemanden. Ich nehme hier nicht an, dass ihr nicht gut genug für dieses Gegenüber hier von euch seid. Allerdings könnte es sein, dass dieser Mensch eventuell doch schon hohe Ansprüche haben könnte. Jemand, der vielleicht gewohnt ist, bedient zu werden. Jemand, der vielleicht auch gewohnt ist, dass man ja vielleicht sogar auf Händen getragen wird. All das sind spezielle Szenarien, die hier ebenso natürlich nicht für jeden, aber für viele eine Rolle spielen können. Die sechste Stäbe ist die ganz klassische Siegeskarte und Erfolgskarte. Sie ist sehr positiv hier in dieser Situation zu deuten, denn sie ist auf die 8 der Kelche geklärt und auf die 10 der Schwerter gespiegelt. Das hier ist Misserfolg, Rückschlag. Ich habe euch vorhin vom Boden der Tatsachen erzählt. Das ist der Boden der Kellertreppe sozusagen. Und bei den 8 der Kelchen hat man eine Situation verlassen oder eine Situation hat sich maßgeblich verändert vom Positiven zum eher Negativen. Darauf der Sieg und der Erfolg geklärt und gespiegelt verheißt, dass man das nicht hinnehmen will, dass man dafür kämpft, dass man sich dafür begeistert, wäre das eine, dass man in der Lage ist dafür, alles in der Macht Stehende zu tun, was man haben will und das zu realisieren, quasi in den Erfolg zu bringen. Das ist, wie gesagt, der Ehrgeiz, die Hartnäckigkeit, die Tüchtigkeit, der Fleiß, die Schaffenskraft, die Unnachgiebigkeit, würde ich jetzt hier fast schon als Schlagwort verwenden, gerade auch mit einer Königin der Schwerter hier. Ihr werdet hier potenziell nicht klein beigeben, jedenfalls nicht so schnell, bevor ihr alle Register gezogen habt, bevor ihr aber auch wirklich jede einzelne Möglichkeit, Chance, Alternative oder Option gezogen habt. Wenn euer Arsenal aufgebraucht ist, wenn ihr keine Möglichkeit mehr in euren Repertoire sehen könnt, dann könnte ich mir vorstellen, lasst ihr es gut sein, dann ist der Weg zu Ende gegangen, dann ist der Flow tatsächlich abgebrochen, aber bis das soweit ist, kommt es natürlich auf eure Kreativität an, auf euren Ideenreichtum an. Wenn man diese Chancen, Mittel und Möglichkeiten tatsächlich sich vor Augen führen kann, dann können viele Menschen sehr viel länger an der Realisierung eines Wunsches, Zieles oder Traumes arbeiten, als manche Menschen, deren Horizont vielleicht etwas beschränkt ist oder manche Menschen, die nicht in der Lage sind, über den Tellerrand hinauszublicken. Die 6 der Kelche ist hier im Outcome und es suggeriert hier nach wie vor für wahrscheinlich die meisten von euch, liebe Zwillinge, dass es hier eine Vorgeschichte gibt. 6 der Kelche ist eine Vergangenheitskarte. Sie deutet auf eine schöne Zeit hin, die in der Vergangenheit existent und präsent war. Das kann natürlich eine schon bereits mal existent gewesene Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft zwischen euch beiden sein. Dann will man hier, weil sich diese Karte im Outcome befindet, genau diese schöne Zeit wieder realisieren, wieder einkehren lassen. Das ist das, was man hier vermisst hat. Das ist das, was einem abhanden gekommen ist. Das ist das, was man nun hinterher trauern könnte. Das ist aber auch das, was man nicht zulassen will, dass es für immer weg ist. Das ist hier die 6 der Kelche im Outcome. Auch wenn hier noch keine Vorgeschichte hinter euch liegt, wenn ihr es hier mit einem komplett neuen Menschen zu tun habt, den ihr vielleicht erst kürzlich kennengelernt habt, auch das kann natürlich für manche von euch sein, auch wenn ich glaube, dass es die wenigen unter euch betreffen könnte, dann möchtet ihr hier natürlich ebenso eine schöne Zeit in der Zukunft forcieren oder realisieren. Dann setzt man sich dies als eine Art Wunsch oder Traumvorstellung, aber auch gleichzeitig
als Ziel. Da stellt man sich dann vor, wie schön es wäre, mit jemandem wie diesem Pagen der Stäbe oder Page Kelche oder König Kelche zusammen zu sein. Und diese Vorstellung, die lässt einen nicht mehr los. Man will da sehr ehrgeizig daran arbeiten und gibt erst dann auf, bis man sein Ziel erreicht hat. Ich habe hier eine Legung, die definitiv auf Zwischenmenschlichkeit hinweist, liebe Zwillinge. Ich habe hier einen immensen Ehrgeiz auf eurer Seite. Ich habe hier womöglich aber auch noch einen recht kurvigen und vielleicht auch noch sehr langen Weg vor euch, der dann natürlich am Ende zu der Realisation eures Zieles führen kann. Das Outcome deutet sehr deutlich darauf hin, muss ich sagen. Allerdings, der gewundene Pfad sagt es auch schon, da können noch einige Hürden und Barrikaden auf euch warten, auf diesem Weg, auf diesen König der Kelche. Und sein oder ihr Verhalten, seine oder ihre Verhaltenheit kann das hier natürlich auch noch ankommen. Ich möchte mir das jetzt im weiterführenden Reading noch etwas genauer anschauen. Ich will hierüber über die ganze Situation natürlich noch mehr Einsichten, Klarheiten und Details nennen können. Natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen können, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Solltet ihr euch hier in dieser Situation wieder entdecken, liebe Zwillinge, ist euch das hier nicht fremd oder kurz gesagt resoniert das Reading für euch? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Videobeschreibung unterhalb von diesem Video gleich der allererste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, sofern es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen. Ihr habt nichts Negatives dadurch zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Juni. Bleibt vor allem gesund und stabil, liebe Zwillinge. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.